Ja, wir befinden uns jetzt hier im Podium auf dem Podium, um nach dem Gehörten von Professor Eurich miteinander hier ins Gespräch zu kommen. Ich begrüße jetzt ganz neu in unserer Runde Frau Dr. Schrupp. Frau Dr. Antje Schrupp ist von Haus aus Politikwissenschaftlerin, Journalistin und Chefredakteurin bzw. geschäftsführende Redakteurin vom Evangelischen Frankfurt. Hat etliche Bücher geschrieben, hält viele Vorträge, ist viel unterwegs, hat einen sehr spannenden eigenen Blog. Und hinten liegt auch ein Büchlein von ihr aus, an dem sie mitgearbeitet hat, das ABC des guten Lebens. Ein kleines Büchlein, sehr schön bunt, das man leicht mitnehmen und auch verschenken kann. Und wir begrüßen in dieser Runde auch nochmal Herrn Detlef Flinz, unseren Träger des Deutschen Fairnesspreises von heute Morgen. In dieser Runde miteinander über den Journalismus und seine Ansprüche oder nicht eingelösten Ansprüche zu sprechen. Ich habe einige Fragen vorbereitet, aber wir haben so viele Fragen von Ihnen bekommen aus dem Publikum, dass ich die jetzt gar nicht zurückdrängen möchte durch meine eigenen Fragen. Ich möchte die in erster Linie auch aufgreifen, weil ich es toll finde, dass Sie so interaktiv gewissermaßen mit uns hier sind. Der Herr Eurich hat schon zwei Fragen von mir bekommen, weil die sich direkt an ihn wenden und vielleicht steigen Sie mal damit ein, dass Sie die mal beantworten, weil die zu einer Klärung beitragen könnte. Ja, das kann man kurz machen. Die erste Frage, ob ich Hajo Friedrichs ungenau zitiert habe, dass er gesagt hat, die Journalistik dürfe sich mit keiner Sache gemein machen. Das stimmt, das hat er gesagt. Aber mit keiner Sache gemein machen, das meint für mich eben auch mit keiner Position, die eben beispielsweise auf Herrschaft begründet basiert. Also da liegt, glaube ich, kein Missverständnis vor. Und das Zweite, ob die Kritik an den Rundfunkgebühren nicht doch berechtigt ist, ist die Frage, da das Fernsehen und Radio dienen heute mehr der verschwendungssüchtigen Unterhaltung als den ernsthaften Infoformaten. Dem würde ich bedingt recht geben. Um mal es etwas drastisch zu formulieren, nicht ganz ernst gemeint, aber im Herzen doch so empfunden. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich nicht Verfassungsklage einreichen soll gegen diese Form von Volksmusikbelästigung, wie sie in den öffentlich-rechtlichen Anstalten abends immer wieder vorgeführt wird. Okay. Man kann sagen, in die Unterhaltung fließt extrem viel Geld hinein. Ich möchte das auch nicht verteidigen. Aber der Fairness halber muss man sagen, ich habe heute Morgen von den 6 aus den Verfassungsgerichtsurteilen in Deutschland ableitbaren Funktionen nur 5 genannt. Die 6. Funktion, die das Verfassungsgericht auch dem Journalismus zubilligt, ist Unterhaltung. Einfach weil in einer komplexen arbeitsteiligen Gesellschaft die Menschen auch ein Recht auf Entspannung und Ablenkung haben. Damit kann man sicherlich nicht das Hauptabendprogramm am Samstagabend oder sonst wie rechtfertigen, aber man sollte es mit bedenken. Und unterm Strich, um es ganz kurz zu machen, all das würde mich aber nie dazu bringen, das gebührenfinanzierte öffentlich-rechtliche System in Deutschland auch nur ansatzweise in Frage zu stellen. Wir haben uns damit hier etwas aufgebaut, auch im internationalen Maßstab, was wirklich einzigartig ist. Und das gilt es zunächst einmal wertzuschätzen, dass bestimmte Auswüchse im Verlauf der Zeit auch kontrollierend, glaube ich, verändert werden. Davon gehe ich jetzt im Moment mal aus, wenn der entsprechende gesellschaftliche Druck da ist. Schönen Dank. Frau Dr. Schrupp, ich habe hier die Frage, ist Snowden für Sie ein Held? Ja, natürlich ist er irgendwo ein Held, weil er uns Beweise geliefert hat für einen Skandal, die wir vorher nicht hatten. Und das ist natürlich von großer, wichtiger gesellschaftlicher Bedeutung. Von daher frage ich mich auch, hätte ich das gemacht? Ich meine, er hat sein ganzes Leben und seine Zukunft aufs Spiel gesetzt, bekommt jetzt wenig Unterstützung auch aus den Demokratien dafür. Da kann man schon mal fragen, wie wichtig ist uns das? Interessant im Zusammenhang mit diesem NSA-Skandal, das schließt dann auch schon an zu der Frage, was für einen Journalismus brauchen wir und wie finanziert er sich?
Es ist ja sehr interessant zu beobachten, worüber sich die deutsche Bevölkerung aufregt. Über Google Street View hat sie sich aufgeregt, über den NSA-Skandal nicht, obwohl der objektiv der viel größere Skandal ist. Also da kann man schon sehen, dass das, was individuell Menschen erregt und interessiert und vielleicht sie auch dazu bringt, Geld zu bezahlen, nicht unbedingt das ist, was gesellschaftlich relevant ist. Und in dem Sinne kann ich mich nur anschließen, wir brauchen andere Finanzierungsressourcen für Journalismus als das, was sich auf dem Markt verkaufen lässt. Jetzt habe ich schon ein paar Fragen beantwortet, die hier mit auf den Karten standen. Vielen Dank. Nun ist ja Snowden selber gar kein Journalist, sondern eigentlich ein IT-Mitarbeiter gewesen. Eigentlich ein Journalist ist Greenwald von Guardian, der praktisch diese Sache, die Unterlagen, die er bekommen hat, die Rechercheergebnisse, dann in die Presse, in die Medien gebracht hat. Ist das jetzt ein Held für Sie, Herr Finz, der Herr Greenwald? Ich finde es immer gefährlich, wenn man sich die Frage stellt, ob ein Journalist ein Held ist oder nicht. Es ist erstmal nicht unsere Aufgabe, Held zu sein. Ne? Das ist irgendwie was, was dann irgendwann mal zufällig ergibt. Die Leute kritisieren ihn ja heftig, dass er das gemacht hat. Also gerade Herr Cameron, der Premierminister Großbritanniens, hat vor 2 Tagen ihn quasi öffentlich in den Senkel gestellt und gesagt, sowas macht man nicht, das ist kein guter Journalismus, sondern der Journalismus ist dazu da, den Staat zu schützen und seine Organe zu schützen und nicht sie anzugreifen und zu zerfleddern. Das waren so in etwa seine Worte. Naja, das hat ja mit Held oder nicht Held nichts zu tun, sondern das ist ja einfach so, dass das ein ganz klassischer Reflex ist. Jemand tritt etwas auf und jemand anders findet das nicht gut von der Macht und sagt dann irgendwie, das gehört sich nicht, was du gemacht hast. Ne? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, in der Tat gibt es Gefährdungspotenzial, dem Herr Greenwald ausgesetzt ist oder war. Aber ich bin ziemlich sicher, dass er das, jenseits das, was er gemacht hat, jenseits dieser Fragestellung gemacht hat. Und deswegen finde ich die Heldenfrage auch nicht so wichtig. Wie ist es denn, zeigt das auch ein Defizit des Journalismus in den USA oder der dortigen Medien? Weil ohne den Herrn Snowden und den Herrn Greenwald wäre das Thema gar nicht aufgekommen. Und das eigentliche Ursprungsland dieses Skandals sind die USA. Ich kenne mich da nicht gut genug aus, aber ich glaube, dass da auch einige amerikanische Journalisten dabei waren, diese ganzen Datensätze abzugreifen. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt genau die Rolle von Greenwald war, aber letzten Endes ist es ja so, dass dieser ganze Schub, der aus Amerika rübergekommen ist, dass es Datensätze sind, die ein internationales, ich sag mal, Journalistenkonsortium ausgegraben hat. Und es war ja wirklich ein Gemeinschaftswerk, die Dinge auszuwerten. Das muss ja eine horrende Arbeit gewesen sein, das ist es wahrscheinlich immer noch. Und ich bin mir nicht so sicher, ob wir der Sache gerecht werden, wenn wir das jetzt auf einzelne Personen reduzieren. Allein das ausgedruckte Material waren 60.000 Seiten. Da hat man schon ein paar Tage in der Recherche zu tun, um dann überhaupt die Dinge zu finden, wie jetzt, dass also 35 wichtige Spitzenpolitiker auf der Welt belauscht worden sind. Das findet man ja nicht einfach im Vorübergehen. Okay, ja, aber vielleicht knüpfen wir da mit der nächsten Frage an. Wir haben gesprochen über schon den fairen Journalismus durch Ihre Vorträge schon angeregt. Da möchte hier jemand aus dem Publikum mal einen Blick werfen auf Christian Wulff und wie man mit ihm umgegangen ist. Bei seinen Schwierigkeiten mit bestimmten Dingen zurechtzukommen, sondern als der Mann quasi schon am Boden zu liegen drohte, haben die Medien immer weitergemacht, haben ihn immer weiter runtergeschrieben, sodass letztlich auch, so schreibt hier jemand, seine Existenzgrundlage und seine Ehe mit zerstört oder gestört wurden. Dürfen Medien das? Ist das verträglich für die Gesellschaft und für die Medien in dieser Weise mit einer Situation, einem Menschen auch mit seinen Verfehlungen umzugehen? Wir haben natürlich mit dem Bischof von Limburg, dem Theobald von Els, ein Äquivalent im kirchlichen Bereich. Wie sehen Sie das, Herr Eurig? Also zwischen Dürfen und Verträglichkeit liegen nach meiner Auffassung große Unterschiede. Sie dürfen das, ja. Verträglich ist es trotzdem nicht. Und ich fand es auch teilweise bei Christian Wulff gegen Ende zu empörend. Weil es dann an einer Stelle war, wo man wirklich begonnen hat, ihn auch in seiner, großes Wort, aber ich verwende es bewusst, Würde und auch Ehre anzugreifen. Und das geht nicht. Und auch da gilt die Präambel des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das hatte schon etwas von Verfolgungsjournalismus, der hier stattgefunden hat.
Und was mich besonders gestört hat, ist, dass es dann immer mehr und mehr und mehr Details aus teilweise wirklich nach meiner Auffassung sekundären Zusammenhängen, die immer, sobald sie erwähnt sind, das Ganze wieder hochspülen, das Ganze mit ins Spiel nehmen. Das ist das eine. Aber was für mich mindestens genauso wichtig ist, dass diese Art des Journalismus in dieser Form der Personalisierung und in dieser Form auch so ein ethisches Saubermann-Ideal da irgendwo in den Raum zu stellen, ablenkt auch von den wirklichen Problemen, die wir haben. Ja, damit fixieren sie natürlich auch Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit und lenken dabei von anderen Themen ab. Also zusammengefasst, wir verdanken dem Journalismus auch die Aufdeckung dieses Skandals. Und dafür können wir dem Journalismus dankbar sein, genau wie bezogen auf Watergate und jetzt Snowden und. Irgendwann kommt alles raus. Darauf können wir wirklich vertrauen. Aber das ganz Wichtige, was es zu entwickeln gilt, ist dieses Grenzwertbewusstsein und wo eine Person dann auch angegriffen wird über die Funktion, die sie vertritt, hinaus. Und da sind nach meiner Auffassung die Grenzen eklatant verletzt worden und werden sie im Moment auch bei dem Bischof von Limburg. Aus dem ganz einfachen Grund, wir müssen ja eine Frage stellen bezogen auf Journalismus. Dient es dem öffentlichen Interesse? Ja? Ist das wirklich von Erkenntnisfortschritt, was hier passiert? Ne? Und das sehe ich in beiden Fällen an dem gegenwärtigen Punkt nicht mehr. Ja, gerne, da Sie ja in der evangelischen Redaktion arbeiten, sag ich mal. Nein, ich wollte gar nicht von der Ecke kommen, ich wollte von als Bloggerin jetzt sprechen, ne? Weil es ist ja, Sie hatten es ja auch angedeutet, dass wir über Journalismus heute neu diskutieren, liegt ja daran, dass wir mit dem Internet eine Möglichkeit haben, dass eben nicht nur Journalisten und Journalistinnen publizieren, sondern alle, die das können. Und deswegen ist es notwendig zu fragen, wozu brauchen wir denn Journalismus? Wir haben ja genügend Informationen, wir können den ganzen Tag das Internet lesen, ohne eine journalistische Stelle bezahlt zu haben. Und da wird ja als Argument oft eingebracht, der Journalismus hat eine andere Qualität als das, was Privatpersonen bloggen. Und ich bin auch dieser Meinung. Deswegen es ist aber notwendig, genau diese Unterschiede herauszufinden. Und was ist das Mehr, das Plus, was finanzierter Journalismus bringt im Vergleich zu dem, was wir durch die Blogosphäre ohnehin schon haben. Und da haben wir ja viele gute und interessante Dinge. Also die Blogosphäre ist eine Bereicherung der demokratischen Kultur, meiner Meinung nach, weil sie uns Informationen gibt, authentische O-Töne, Quellen, Zugang zu Quellen, ja, die wir vorher nur über Journalismus vermittelt hatten, die haben wir jetzt direkt. Aber es ist natürlich so, dass Privatpersonen, die bloggen, nicht genau diesen journalistischen Ethos automatisch mitbringen. Und deswegen gibt es eben im Internet diese Shitstorms und diese Wellen, wo sich alle aufregen, wo die eine Sau durchs Dorf getrieben wird und alle machen mit und so weiter. Und ich fand tatsächlich das Erstaunliche und Erschreckende an der Sache Wolf, dass die Medien sich in der Situation, also die professionellen Medien, sich gerade ganz genauso verhalten haben. Und da ist dann eben die Frage, wenn sie nichts anderes machen, als das, was Blogger und Bloggerinnen auch machen, der Leute, die ihre Meinung einfach mal so ins Internet schreiben, dann ist eben die Frage, wodurch es gerechtfertigt wäre, dass wir sie aus allgemeinen Ressourcen finanzieren. Also wenn öffentliche Finanzierung von Journalismus, dann muss der halt auch wirklich besser sein und mehr bringen, als die Blogosphäre ohnehin schon bringt. Und da hat er sozusagen in der Causa Wolf versagt und tut es jetzt auch ein bisschen in der Causa Thebats von Els. Da würde ich gerne noch ein Wort dazwischen was werfen, ganz schnell, mir etwas entgegenhalten, weil das an der Stelle, glaube ich, jetzt wichtig ist. Die Blogosphäre knüpft natürlich in allem, was sie schreibt, an den Vorarbeiten durch Journalismus an. Es gäbe keine Blogosphäre bezogen auf Christian Wulff, wenn die Sachen nicht journalistisch aufgedeckt worden wären. Ja, das stimmt in Bezug auf Christian Wolf nicht, aber natürlich bringt die Blogosphäre ganz viele Inhalte in die Öffentlichkeit, die ohne nicht drin wären. Also mein ganzer Blog bezieht sich nicht auf journalistisch schon vorgefertigte Sachen, sondern auf meine Erfahrung und der Großteil der Blogosphäre bringt Informationen, persönliche Erlebnisse, persönliches Wissen einzelner Menschen, die bisher nicht veröffentlicht worden wären, weil sie nicht als allgemein relevant angesehen würden durch die Filter der Redaktionen. Das, was dann sozusagen diese Empörungsschübe auslöst, das bezieht sich ganz oft auf das, was Medien vorher schon berichtet haben, aber das ist ja nicht der Hauptteil dessen, was die Blogosphäre ausmacht. Jetzt gibt es hier eine Frage, ob die Begründung, die der Papst Franziskus gegeben hat, um jetzt den Thebats von Els erstmal quasi aus der Schusslinie zu nehmen und zu warten, wie die Endentscheidung sein wird,
dass das eventuell, dass er nicht dem Druck der Medien nachgeben wollte. Ist das ein plausibles Argument von einem Verantwortlichen, dass er sagt, ich gebe jetzt gerade dem Druck der Medien nicht nach und entscheide nicht? Spekulation. Spekulation, genau. Okay. Dankeschön. Wissen wir nicht. Ja. Jetzt ist die Frage, Blogosphäre ist entstanden im freien Internet. Ich hatte vorhin schon einmal gesagt, das freie Internet ist jetzt durchaus gefährdet, gerade auch durch die NSA und die Skandale, weil natürlich jetzt viele anfangen, ihre Netze zu verschließen, ja, und Eingänge und Ausgänge zu bewachen. Das heißt, es wird sich eventuell das sogenannte World Wide Web verändern in ein vielleicht regional Web oder wie auch immer. Das heißt, dieser Durchfluss von Informationen wäre dann so nicht gegeben, wie es ja auch schon in China und in anderen Ländern der Fall ist, Iran und so weiter, wo die Blogger auch nicht an alles kommen, was Blogger sonst auf der Welt schreiben. Die Frage ist, wie kann, und Sie hatten das immer wieder gesagt, wir können uns glücklich schätzen, hier eine so freie Presse zu haben, wie wir sie haben, was kann denn geschehen von Seiten des Publikums, um freie Presse zu stützen und zu unterstützen? Und auch zu merken, da geht etwas verloren, wenn wir sie nicht mehr haben. Was sagen Sie? Dass ich mal zu allem was sagen muss. Da sage ich zunächst mal etwas zu, was ich vorhin in meinem Vortrag nicht angesprochen habe, was aber eigentlich reingehört. Dass wir das ganze Thema natürlich nicht festmachen dürfen, alleine am Journalismus und der so gewohnten und üblichen Journalismuskritik, sondern das Publikum ist genauso gefordert. Ja? Und wer ständig Schrott nachfragt, wird Schrott ernten. Und von daher ist das also auch schon eine Selektionsentscheidung, die man, glaube ich, in den Haushalten selber treffen muss. Durch das, was lese ich, durch das, was ich einschalte, etc. Wir können das Publikum hier nicht aus der Verantwortung nehmen. Das ist genau dasselbe wie Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt, als sie darauf hingewiesen haben, es gibt eben nicht nur die Menschenrechte, auf denen wir uns ausrufen können, verdammt nochmal, es gibt auch die Menschenpflichten. Und ohne die funktionieren auch die Menschenrechte nicht. Nur auf die Frage eines Publikumsmitglieds, welche Verantwortung trägt der Zuschauer bzw. der Konsument, der mich, der faire Journalismus wächst, Herr Flinz, welche Verantwortung trägt der Konsument? Wenn er Ihre Sendung einschaltet, ist es gut, wenn er sie nicht einschaltet, ist es ungünstig. Ja, das ist dieses Abwägen von Menschen, wie sagten Sie nochmal, das ist Menschenpflicht, Menschenrecht. Menschenpflicht und Menschenrecht, damit beschäftigen wir uns ja alltäglich. Und es ist ja auch sozusagen, der Markencheck ist ja auch der erste Versuch jetzt mal gewesen, um 20.15 Uhr, ich glaube, Ewigkeiten dieses Jahr, also um 20.15 Uhr, war zu der Zeit, wo wir nochmal. Da waren Tierreportagen im Ja, Tierreportagen laufen da, das sind Spielfilmformate laufen da, Unterhaltungsformate laufen möglicherweise. Was anderes zu bringen. Im Grunde genommen haben wir ja den Deal mit dem Zuschauer gemacht, der da lautet: Über eine weite Strecke der Sendung erzählen wir dir erstmal, was dir nützlich ist. Und danach rufst du dir mal bitte an, was du im Grunde genommen mit deinen Konsumentscheidungen auch anrichtest. Ne? Wir wussten nicht, ob dieser Deal ausgeht, ob der überhaupt funktioniert. Es gab auch einige, die erstmal skeptisch waren, dass das also im Grunde genommen zwei unterschiedliche Zielgruppen sind, die wir ansprechen. Und ja, mit Markencheck ist offenbar wirklich mal gelungen, jetzt Menschenrecht und Menschenpflicht in der Form zusammenzubringen, dass man also dann also auch wirklich eine breite Zuschauermasse sich für die, dazu bringt, sich für Dinge zu interessieren, wo sie dann normalerweise sagen, naja, das will ich mir jetzt in dieser Zeit auch nicht immer anhören. Ne? Also in dem ist das schon schwer genug. Aber wenn jetzt nur 900.000 Zuschauer gewesen wären, dann wäre das inzwischen um 22.15 Uhr platziert und dann würden wir als Politik- und Kulturinteressierte das miteinander zusammen nachts gucken. Ja, ich glaube nicht, dass wir mit 900.000 auf dem Sendeplatz geblieben wären, genau. Das ist richtig. Ich finde aber, wenn man das Format so anlegt und sagt, es ist ein Deal mit dem Zuschauer und du kriegst es jetzt wirklich auf eine wirklich so angenehme und kommode Art und Weise präsentiert, üblicherweise nicht, dann legt man, finde ich, von sich aus selber auch die Messlatte schon ein bisschen höher. Na, also das ist dann einfach so. Ansonsten muss man auch einfach sagen, dass die Leute es einfach nicht haben und dann kann man wieder die Diskussion führen, dann macht man dann, ich sag mal, ein Schwarzbuch. Dokumentation, die nur die Kehrseiten der Medaille beleuchtet, und dann muss man diese Diskussion führen, wo gehört so eine Schwarzbrot-Dokumentation hin. Dann kann man auch zu dem Ergebnis kommen, die gehört in die Primetime. Das ist aber in der Tat nicht die Politik, die im Moment gefahren wird. Wenn Sie das Mikrofon etwas höher nicht. Klar. Okay. Ja. Gerne. Ja.
Herr Ulrich hat ja ausgeführt, was wichtige Punkte von einem Qualitätsjournalismus sind, der ja dann auch für Fairness und Demokratie einsteht. 9 Punkte habe ich noch in Erinnerung. Dieser Qualitätsjournalismus kann natürlich nur gedeihen, wenn er eben gefördert wird durch Studium, durch Ausbildungsplätze und so weiter, aber nicht zuletzt auch dadurch, dass die Journalisten auch vernünftig bezahlt werden. Und wir haben ja nun seit mehreren Jahren die Situation, dass die Journalisten eigentlich Gehälter und Einkünfte verlieren. Warum? Weil viele Redaktionen ausgedünnt werden, die Leute werden sozusagen outgesourced, sie werden freigestellt, sie werden als sogenannte Freelancer arbeiten, kriegen dann nur ein Honorargeld, das oft die Recherchezeit überhaupt nicht deckt, sondern eigentlich nur die Artikelerarbeitung. Damit kommt man natürlich nicht weiter. Das heißt, es kündigt sich im Grunde an, dass wir Qualitätsjournalismus verlieren werden, oder? Wie sehen Sie das? Ja, das ist ja der Prozess, der momentan passiert. Aus genau den Gründen, die Sie auch geschildert haben. Und ich denke, der Denkfehler ist, zu glauben, man könne gute journalistische Qualität gebührenfinanziert oder überpreisfinanziert sozusagen bekommen. Und das ist meiner Meinung nach in Zeiten des Internet unmöglich, weil die Leute haben früher Zeitungen gekauft, weil das die einzige Art war, Informationen zu bekommen. Und das ist einfach heute faktisch nicht mehr der Fall. Und sie bekommen ganz viele Informationen gratis. Und zwar häufig sogar Informationen, die für sie subjektiv in dem Moment interessanter sind. Und ich glaube nicht, dass wir über, sagen wir, moralische Appelle, liebes Publikum, interessiere dich doch bitte für Zeit, bitte Geld für schwere Themen, die wir extra recherchiert haben. Das kann man machen. Ich halte es nicht für besonders aussichtsreich, ehrlich gesagt. Und man kann auch die Leute nicht dazu zwingen, sich den ganzen Tag für schwere, ernste Themen zu interessieren. Das wäre dann aussichtsreicher. Und deshalb ist es eine politische Frage, wollen wir eine bestimmte Art von Journalismus in unserer Gesellschaft haben und wie finanzieren wir die dann? Ich glaube, dass es nur so gehen kann und dass man diese politischen Diskussionen führen muss und dass es nicht darüber gehen kann, dass man den jetzt noch vorhandenen Redaktionen sagt, verkauft euch besser. Dann werden sie einfach schlechter und dann machen sie sich selber überflüssig, weil sie nämlich genau dann nicht mehr dieser Journalismus sind, die er sein müsste, damit er gesellschaftlich noch relevant wäre. Und dann gibt es keinen Grund mehr, sich das letzte Geld auch noch wegzustreichen. Herr Rück, wie sehen Sie die Entwicklung des Journalismus unter diesem Gesichtspunkt? Sind Sie auch eher kulturpessimistisch, was den Journalismus angeht? Oder sagen Sie, da ist Hoffnung, da ist noch Entwicklung, da ist Dynamik, da kann es sogar einen Neubeginn geben? Und wenn ja, wo können Sie den daran erkennen? Zunächst mal sehe ich, dass das ein Prozess ist und dass wir keinen größeren Fehler machen könnten, als Entwicklungen aus der Vergangenheit und wie sie sich jetzt ereignen, in die Zukunft einfach so fortzuschreiben. Von daher halte ich auch diese Entwicklung für sehr offen. Ich glaube nur, dass wir bei einem ganz hohen Staatsgut und einem ganz hohen Demokratiegut auch institutionelle Vorsorge treffen müssen. Deswegen vorhin auch eben meine Aussage bezogen auf die öffentlich-rechtliche Finanzierung und gegebenenfalls auch die Subventionierung der freien privatwirtschaftlichen Presse, ob das über Stiftungen, welche Form auch immer läuft, darüber kann man nachdenken. Aber man sollte anfangen, darüber nachzudenken. So. Gleichzeitig möchte ich mal einen Satz einfach sagen aus der Erfahrung eines Hochschullehrers, der jetzt seit mehreren Jahrzehnten Journalistinnen und Journalisten ausbildet. Und da mache ich einfach die Erfahrung, dass jedes Jahr bei uns mehrere tausend Nachfragen sind für 52 Plätze und die Leute wissen genau, was auf sie zukommt. Und wir richten ständig neue Studiengänge ein, die auch ganz stark nachgefragt werden. Wir haben mal begonnen mit der Kernjournalistik, wir haben dann vor 6 Jahren hinzugenommen Wissenschaftsjournalismus, wir haben dann hinzugenommen Musikjournalismus, wo nur Musikkritiker ausgebildet werden. Da kann man sich nur bewerben, wenn man musikalische Ausbildung hat. Und wir haben jetzt seit Mitte Oktober 2013 einen neuen Studiengang im wirtschaftspolitischen Journalismus. Und in all diesen Studiengängen haben wir eine extrem starke Nachfrage von sehr interessierten und hochqualifizierten Leuten. Obwohl sie wenig Plätze haben und obwohl die Leute eigentlich keine guten Berufsaussichten haben. Worauf führen Sie das zurück? Ich würde nicht sagen, dass sie keine guten Berufsaussichten haben. Also unsere Absolventinnen und Absolventen bekommen, das kann ich glaube ich so sagen, eine exzellente Ausbildung und sie behaupten sich überwiegend auch in Exzellenz auf dem Arbeitsmarkt. Für mich hängt eben die Qualität der Ausbildung auch hinterher mit der Qualität der Jobs, die ich ausüben kann, ganz fundamental zusammen.
Gleichzeitig kann ich natürlich aus dem, was in Dortmund gemacht wird im Bereich der akademischen Ausbildung, jetzt keine grundlegende Schlussfolgerung für das gesamte System Journalismus ziehen. Aber wir waren eigentlich mal angetreten in Dortmund, und da stehe ich immer auch noch zu, dass Journalismus ein Lernberuf ist und dass Journalismus ein akademischer Beruf ist. Und ich glaube, dass gerade bezogen auf die Komplexität, die wir heute in allen Lebensbereichen haben, diese Anforderung eher noch wesentlich stärker geworden ist. Ja? Es kann nicht einfach Hinz und Kunz, nur weil er glaubt, er hätte eine Begabung, das, was er in sich trägt, so in die Welt hinaushauen. Das kann er in seinem Blog machen oder irgendwo, aber das in den Kontexten wirklich von professionellem Journalismus, da gibt es nach meiner Auffassung Grenzen. Von daher plädiere ich ganz klar dafür, dass es ein akademischer Ausbildungsberuf ist. Das bedeutet aber auch, dass man dem Publikum viel stärker mal Kriterien in die Hand geben muss, den Journalismus vom eigentlichen Nicht-Journalismus zu unterscheiden. Also für das Publikum verschwimmt ja alles. Und ich sag mal, die PR-Agenturen und viele Medienhäuser sind interessiert, die Grenzen ja auch sehr zu verwischen zu ihrem eigenen Vorteil. Also PR ist sicherlich ein Problem, weil die PR heute so professionell ist, dass sie sich wirklich kaum von Journalismus unterscheiden lässt, in verschiedenen Bereichen. Und ja auch sehr, sehr viele, die eigentlich zur Journalistin ausgebildet worden sind, dann ihr wesentliches Geld zum Überleben im PR-Bereich sich verdienen oder auch verdienen müssen. Ja? Das ist so das eine. Und das andere bei der Ursprung Ihrer Frage, nämlich mit dem Publikum, das geht nicht per Verordnung, das geht nur durch Bildung. Und diese Bildung muss beginnen bereits in der Vorschule und muss beginnen in der Grundschule. Und es gibt ja auch viele Projekte, wie etwa Zeitung in der Schule und so weiter, Ausbildung in der Schule, die hinwirken auf das, was wir Medienkompetenz nennen, die auch, hoffe ich, Fundamente legen, dass zumindest jeder Kriterien gesteuert entscheiden kann, warum er was benutzt und was nicht. Das würde da bedeuten, dass man doch in der Schule mit der Vermittlung von Medienkompetenz mehr machen müsste oder anfangen müsste, als das bisher der Fall ist. Unbedingt. Okay. Ja? Ja, genau. Aber ich war letzte Woche bei den Medientagen in München und hatte da eine Kontroverse, ging es um ein ähnliches Thema. Die Frage ist aber auch, was ist denn die Kernaufgabe von Journalismus? Und meiner Meinung nach ist die Kernaufgabe von Journalismus Recherche und Veröffentlichung und Zugänglichmachung von Informationen, die ohne diesen Journalismus nicht zugänglich wären. Es gibt so einen verbreiteten Irrtum heutzutage in der Gesellschaft, man bräuchte Journalismus nicht mehr, weil man ja eh alles googeln kann. Und das stimmt nicht. Es gibt eben sehr, sehr viele Dinge, die wichtig wären zu wissen, aber man kann sie nicht googeln, weil noch niemand sie recherchiert hat. Wie Herr Ulrich sagte, die vielen Blogger greifen oft ja auf die journalistischen Produkte. Genau, ich als Bloggerin hätte ganz häufig Bedarf an Fakten oder so, die ich nicht selber recherchieren kann, weil ich dazu überhaupt gar keine Ressource habe und kann das dann nicht googeln. Ne? Ich hätte gerne mal so eine Journalismusstelle, wo ich dann so eine Eingabe machen kann. Bitte recherchieren Sie das doch mal, das wäre jetzt für meine politischen Überlegungen wichtig zu wissen. Also Recherche ist nach wie vor, meiner Meinung nach. Aber in diesen Medientagen war ich eben im Gespräch mit anderen, die die Aufgabe von Journalismus heute als Kuratieren von Informationen definiert haben. Also dass die Aufgabe von Journalisten heute sei, in diese Fülle, diesen Wust von unkontrollierten Informationen, die das Internet uns gibt, uns die herauszusuchen, die wirklich wichtig sind und die wir lesen sollen und die zu identifizieren im Vergleich zu denen, die wir vernachlässigen sollen. Und ich finde, diese Diskussionen sind gefährlich, weil so ein Journalismus wird in der Zukunft nicht mehr nötig sein, denn wenn wir tatsächlich Medienkompetenz erworben haben, dann können die einzelnen Bürger und Bürgerinnen selber entscheiden, was sie für wichtig halten, was sie für unwichtig halten. Da gibt es Tools, da gibt es Netzwerke, da gibt es, wer Medienkompetenz hat, braucht dafür keinen Journalismus, sage ich mal, vielleicht noch in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Also ich denke, da müsste sich der Journalismus mal klar werden darüber, diejenigen, die professionellen Journalismus machen, wo wollen sie drauf setzen, auf das, was wirklich für die Gesellschaft wichtig ist, weil es niemand anders als Journalisten machen kann, oder wollen sie das machen, was sich kurzfristig jetzt verkaufen lässt? Und da sehe ich einen Widerspruch, viele tendieren dazu, das zu machen, was sich jetzt kurzfristig verkaufen lässt, das führt aber langfristig zu ihrer eigenen Überflüssigkeit. Herr Flinz, wenn ich mir vorstelle, ich hätte mich
selber schlau machen müssen über die Marken bzw. Unternehmen, die sie im Markencheck behandelt haben. Also H&M, Aldi, Rewe, Edeka, ADAC zum Beispiel. Da wäre ich ziemlich viele Monate unterwegs gewesen, um mir diese Informationen zusammenzutragen, um nach Bangladesch selber zu fliegen und zu gucken, was da los ist. Oder nach Spanien zu gucken, wie denn die Bio-Reihe von Edeka oder Rewe funktioniert oder eben nicht funktioniert. Dass die vielleicht schadstofffrei, aber sehr unfair hergestellt sind. Können Sie sich vorstellen, in 5 bis 10 Jahren, dass die Leute sich selber sowas anhand von Internet oder anderen, sagen wir mal, laienhaften Zusammenhängen zusammensuchen können? Nee, ich glaube das nicht. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, weil ich glaube, das war... Bisschen näher an das. Ja, bin ich nicht so laut? Nee. Ich glaube, dass das, was Sie da beschrieben haben, dass wir das jetzt typischerweise schon machen, weil die Markenchecks, die ja versuchen, jetzt erstmal eine ganze Marke zu greifen, was ja ein sehr, sehr umfangreicher Betrachtungsgegenstand ist, die müssen erstmal auch wirklich ab, damit sie das kennen, das kennen wir auch erstmal ab, im Grunde genommen, was sind so die Deutpunkte, wo gibt es interessante Informationen und vieles von denen, was wir dort sammeln, erstmal ist auch nicht neu. Die Informationen gibt es schon. Ne? Die sind möglicherweise nicht in der richtigen Tiefe da, die sind zum Teil vielleicht auch nicht vernünftig belegt, aber es ist bei weitem nicht so, dass wir mit den Markentext jetzt immer total neu das Rad erfinden oder nur wahnsinnig neue Aspekte für diese Marke haben. Die Kontextualität ist nicht gegeben. So, genau. Und das ist im Grunde genommen das eine, was wir dann machen, wo wir dann einfach schon wirklich versuchen, Zusammenhänge herzustellen, Gewichten einzuordnen, dann natürlich auch an entsprechenden Stellen in die Tiefe zu gehen und natürlich versuchen wir dann auch noch das eine oder andere Recherche-Highlight zu setzen, um dann irgendwo zu gucken, wo noch niemand hingeguckt hat. Das wollen wir natürlich auch machen. Und mir fehlt im Moment die Vorstellungskraft, dass man das in 5 oder in 10 Jahren selber erleben kann. Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Ne? Es würde auch wahrscheinlich kein Fabrikbesitzer in Bangladesch freiwillig mitteilen, wie er seine Mitarbeiter dort ausbeutet oder führt. Oder wie die Leute die Bananen oder was das war, Ananas, glaube ich, in Spanien herstellen lassen und anbauen lassen. Schwer anzunehmen, ja. Schwer anzunehmen. Ja, aber das ist ja Recherche. Ja, das ist Recherche, aber das ist ein wichtiger Teil von Journalismus. Ja, eben. Das ist aber nicht kuratieren, das ist Recherche. Ja. Also ich würde auch diesen Punkt mit der Recherche und auch, dass die im Letzten wirklich nicht ersetzbar ist, würde ich Herrn Flint zustimmen. Wir müssen hier gleichzeitig aber auch differenzieren, was die Zukunft des Journalismus betrifft. Ich möchte das mal folgendermaßen umschreiben. Sowohl in Japan als auch in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es sehr fortgeschrittene Versuche, Zeitungen vollautomatisch herzustellen. Da gibt es überhaupt keine Leute mehr. Algorithmen-Computer. Ja. Die sind algorithmusgesteuert und sie haben einfach die Kriterien, die jeder Journalist im Kopf hat, die ja normalerweise auch durchfunktionalisiert sind, schlicht und einfach umgesetzt in ein entsprechendes Programm, was Informationen selektiert, Informationen zusammenstellt, die müssen natürlich alle schon da sein, ja, und entsprechend aufmacht und dann in einer Zeitung herausbringt. Das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion in der Vergangenheit, als im Dienstleistungssektor die Menschen abgelöst worden sind von Computern und alle sich darüber aufgeregt haben. Ich auch, ich habe mich auch darüber fürchterlich aufgeregt. Aber im Prinzip war die Sache völlig klar. Ja, man sprach schon von 50 Jahren, sprach man davor von Verwaltungsapparaten. Was wie ein Apparat funktioniert, wird irgendwann zum Apparat werden. Und ein Journalismus, der wie ein Apparat funktioniert und wo die Kriterien innerlich so festgeschrieben sind und so klar standardisiert sind und immer wieder dieselben Nachrichten weggetankt und, den kann irgendwann eine Maschine machen und sie wird ihn schneller machen und sie wird ihn aktueller machen. Von daher ist das, was Journalismus retten kann, ist die Tiefenrecherche, ist die Kreativität, ist das gegen den Strich denken. Ja, das sind solche Dinge, wie wir sie heute hier bei Herrn Flintz und seinem Team ja auch bewusst gelehrt haben. Ja, es gibt inzwischen Texte, die von Computern verfasst sind, journalistische Texte, die von Texten, die Journalisten selber gemacht haben, kaum noch zu unterscheiden sind, wenn es einfache Texte sind, also einfache Nachrichten, die nur kurz kommentiert werden. Da hat man mehrere Versuche gemacht in Berlin und hat festgestellt, in der Tat, die haben heute eine so hohe Qualität dieser automatischen Texte, dass der normale Laie sie kaum unterscheiden kann von Journalisten gemachten Texten. Das ist natürlich eine Entwicklung, die man nur so entgegnen kann, wie Sie das gerade gesagt haben, wo die Kreativität natürlich eine große Rolle spielt und dass man auch Stereotypen, die es auch im Journalismus natürlich gibt, dann immer wieder auch aussteigt und das durchbricht. Wir haben hier einige Fragen noch zur Qualität des Journalismus, die ich hier aufgreifen möchte, damit dann auch die Fragen aus dem Publikum zu Ihrem Recht kommen.
Wie kann sich freie Presse behaupten, wenn die Rügen des Presserats der Bundesrepublik Deutschland kaum Auswirkungen haben? Das heißt, wir haben ja in der Bundesrepublik so etwas wie eine Selbstkontrolle der freien Presse, dargestellt durch den sogenannten Deutschen Presserat, der auch ab und zu Rügen ausspricht, der auch zum Beispiel im Fall von Wulff seinerzeit zu der Berichterstattung Rügen ausgesprochen hat. Nur haben die keine Wirkung. Also die werden ausgesprochen, werden auf der Internetseite des Presserats veröffentlicht, aber interessieren irgendwie niemand und scheinen auch keinen weiter zu beeindrucken. Das heißt, diese Selbstkontrolle oder sagen wir mal, diese Nachhaltung von Selbstqualifizierung, die scheint wirkungslos zu sein, oder? Ja, das ist lustig. Als Feministin beschäftige ich mich ja schon seit vielen Jahren mit dem Thema Sexismus in der Presse, in den Medien, in der Werbung. Und natürlich war dieser Weg, wenn man sich wieder über was geärgert hat, zum Presserat zu gehen, das war so der herkömmliche Weg. Und der war natürlich so dermaßen uneffektiv wie nur was, so dass man eigentlich dann schon gar keine Lust mehr darauf hatte. Aber genau da hat das Internet eine große Stärke gezeigt. Und wir hatten in den letzten Jahren einige Kampagnen gegen Sexismus in der Werbung oder in der Presse, wo so ein kleiner Shitstorm im Internet doch dazu geführt hat, dass sehr schnell Reaktionen kamen, weil sehr schnell also das Image der betreffenden Redaktion oder des betreffenden Werbetreibenden in Gefahr war. Und da ist auf jeden Fall, würde ich sagen, das Internet mit seiner Vernetztheit und mit der Möglichkeit, spontanen Protest zu organisieren, ein großes Plus für die Demokratie im Vergleich zu den trägen Beschwerdewegen, die wir vorher zur Verfügung hatten. Also kann man sehen, dass eine Erweiterung von, sagen wir mal, Medienkanälen durchaus auch eine Bewegung befördert, ja, und vielleicht auch diese wechselseitige, wie soll man sagen, Befruchtung, kann man vielleicht sogar sagen, auch in dem Fall ganz günstig ist. Die Frage ist hier, wieso wird so viel über Probleme im Journalismus und in den Medien berichtet und so wenig über Lösungen und Lösungsansätze? Also warum haben wir eine dermaßen starke Problemorientierung? Ist ja nichts dagegen zu sagen, ein Problem zu skizzieren, aber das, was die Lösung sein soll und was die Perspektiven sein können, das ist dann immer gewissermaßen in den letzten 5 Minuten von 10 Minuten und dann noch mit vielen Bilderchen, die nicht richtig aufklärend sind. Also warum ist praktisch der Anteil der Lösung und die Ideen, die wir haben zu den Problemen, so gering? Worauf führen Sie das zurück, Herr Fels? Ich glaube, das ist erstmal tradiert. Also den Journalismus, den ich ihn gelernt habe, das ist der klassische kritische Journalismus, der legt den Finger in die Wunde und dann wird erstmal der Skandal definiert und man hat wieder irgendwie was aufgedeckt. Die Zeitung Guter Nachrichten in der Schweiz ist ja auch nach kurzer Zeit schon wieder eingegangen, ne? Weil sie keiner kaufen ja, wollte. Ja, aber ich glaube, das wandelt sich langsam. Also beim Markencheck offen gestanden noch nicht so ganz. Also wir bekommen da auch schon mal die Kritik, dass wir mal wieder gezeigt haben, was weiß ich, dass die Produktionsbedingungen von H&M-Textilien nicht so besonders toll, weil skandalös sind, aber wir beantworten nicht die Frage, wo kann ich denn stattdessen kaufen. Also die Kritik kam mehrfach. Wir haben uns bis dahin jetzt immer, ich sag mal in Anführungszeichen, gerettet, dass wir gesagt haben, gut, das war jetzt der H&M-Check und wenn wir eine Alternative aufzeigen, betrifft die erstmal nicht mehr H&M und zweitens, wer kann Gewehr für die wirklich gute Alternative stehen, wenn wir sie genauso gegen recherchiert haben. Das würde ja auch nochmal einen richtigen Rechercheaufwand bedeuten. Richtig. Gleichwohl ist uns das auch nicht so ganz geheuer und wir denken auch eingeschränkt darüber nach, wie wir in diese Richtung und da ein bisschen in die Richtung lösungsorientiert gehen können, um einfach auch wirklich Alternativen aufzuzeigen. Ich hoffe, dass wir da im nächsten Jahr ein Stück weiter sind. In unserer Magazinsendung Markt, also wir haben so eine Wirtschaftsmagazinsendung im WDR-Fernsehen, die läuft jeden Montag, machen wir das immer mehr, dass wir also sozusagen dann auch wirklich im Film selber drin oder eben nochmal in so einer Moderationsstrecke hinterher mit ein paar Grafikklicks einfach sagen, das und das wären Möglichkeiten, wie man aus dieser Sache rauskommt. Also die Tendenz geht schon dahin und wir finden das auch gut. Darf ich da einen Satz zu sagen? Bitte. Natürlich. Ja. Weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Weil Umfragen und Befragungen ja wirklich eindeutig zeigen, dass das Bewusstsein der Menschen von der Welt und wie sie ist und wie sie funktioniert, mittlerweile ein sehr negatives ist. Und auch erdrückt von den kontinuierlich, täglich, fast ausnahmslos negativen Nachrichten. Das ist jetzt von mir kein naives Plädoyer für jeden Tag eine gute Nachricht. Aber es bleibt bei diesem Journalismus natürlich
auch nur zu oft einen Blick auf die Welt und auch jetzt auf unser Land beispielsweise übrig, in dem viel zu selten gezeigt wird, was gut ist und was funktioniert. Und auch viel zu selten beispielsweise Dinge vorgestellt werden, die in der Entwicklung sind und die wirklich zukunftsweisend sind. Also ich könnte mir zum Beispiel ein Format vorstellen im Fernsehen und ich vermute einfach mal, das würde sich sogar auch zur Primetime behaupten, in dem schlicht und einfach nur weltweit recherchiert oder auch vor unserer Haustür spannende Projekte der Hoffnung vorgestellt werden, wo man einfach zeigt, Zukunft geht und Zukunft geht anders. Und es haben sich Menschen aufgemacht und es haben sich Menschen auf den Weg gemacht. Und das ist nicht nur irgendwie eine Utopie als etwas nichts Greifbares, sondern das wird gelebt und das wird vorgelebt. Und also etwas, womit ich mich auch identifizieren kann, wo ich vielleicht sogar Leidenschaft empfinden kann, weil ich persönlich mitempfinde, was da gerade passiert. Also ich glaube, da haben wir die Möglichkeiten, noch lange nicht zu Ende gedacht. Und vielleicht ein letztes Beispiel. Ich mache ja bei uns an der Universität jetzt seit 15 Jahren jedes Jahr, für jeden Jahrgang nach dem Volontariat, bevor Sie Ihr Studium beenden, einen Kurs mit dem Titel Friedensjournalismus, deeskalierenden Journalismus. Und da steht im Mittelpunkt jetzt nicht irgendwie ein parteiischer Journalismus, der irgendwie mit Friedenskampagnen durch die Lande läuft, aber ein Journalismus, der bezogen auf jeden Konflikt nicht bei dem Konflikt stehen bleibt, sondern der eben auch potenzielle Lösungsmöglichkeiten aufzeigt. Einfach doch auch wir wissen, weil wir wissen, dass Journalismus, ob es will oder nicht, in Politik interveniert. Ja? Und von anderer Stelle diese Lösungsmöglichkeiten her nur zu selten kommen, beziehungsweise nicht wahrgenommen werden, weil alle anderen Seiten Partei sind, in die eine oder andere Richtung. Ich würde da gerne was einwerfen. Bitte, gerne. Ich frage mich, ob Sie da nicht ein bisschen optimistisch sind. Ich komme jetzt nochmal auf Wolf und den Bischof von Limburg zurück, weil ich glaube, der Journalismus funktioniert immer dann gut, wenn er Fallhöhe hat. Also im Sinne von, funktioniert gut, dass er bei den Leuten ankommt. Ob es dann immer ein gutes journalistisches Produkt ist, sagen wir dahingestellt. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass man sich in der Art und Weise an Wolf abgearbeitet hat, wie man sich abgearbeitet hat oder gerade den Bischof von Limburg genommen hat, sondern da spielen sich eben auf kleinem Feld irgendwelche Dramen ab. Und der Mensch, glaube ich, mag diese Dramen und der mag am Ende gerne auch vielleicht eine positive Lösung aus dem Drama auch heraus. Aber ob es ohne dieses Drama geht, ich bin mir da nicht so sicher. Und deswegen finde ich, ist es leicht gesagt, den Journalismus zu kritisieren und zu sagen, das war jetzt mal wieder ein saures Dorf getrieben worden, aber letzten Endes ist der Journalismus da auch ein Spiegel mit der Gesellschaft, so wie wir alle ticken. Wir ticken eben so. Man guckt auch eher aus dem Fenster, wenn es draußen auf der Straße gekracht hat, wie Unfall, als wenn da nichts geschieht oder nur einer mit einem Regenschirm vorbeigegangen ist. Also wir haben natürlich einen Verstand, der auf Alarm geeicht ist. Ja, das heißt, Reden ist langweilig. Genau, ja. Das heißt, es hat damit zu tun. Ich meine, hier sind Beispiele genannt. Ich habe auch auf meinem Schreibtisch durchaus eine Reihe Bücher mit einer ganzen Reihe positiver Beispiele, also Hoffnungsprojekte, sage ich mal. Ja? Harald Welz hat ein Buch dazu gemacht, Zukunftsprojekte und so weiter. Es gibt eine ganze Menge Genossenschaften und so weiter und so fort. Aber auch der Magenscheck hat versucht, ja durchaus auch positive Beispiele herauszuholen, zum Beispiel DM. Ja? Sie haben ja auch sich DM genau angeschaut. Peinlich war dann nur am Schluss, dass nicht ganz klar war, dass das Unternehmen selber nicht wusste, woher das viele Palmöl kommt, das in den vielen Produkten ist, nicht nur von DM, sondern auch von den Marken, die sie da vertreiben und darüber keine Auskunft geben konnte. Bei den Textilien haben sie sich ja inzwischen am Riemen gerissen, haben überall Aufnäher reingemacht, wo die Sachen überhaupt herkommen. Also da kann man noch Hess Natur und Alnatura steht hier drauf und GLS nehmen und kann das nachgucken. Aber wenn ein Journalist eben kritisch und gut arbeitet und recherchiert, wird er auch bei den guten Sachen auch Schatten finden. Überall, wo Licht ist, ist auch Schatten. Es wäre ein bisschen fern sozusagen der Alltagstauglichkeit, wenn es anders wäre. Ja, aber vielleicht ist ja dieses Einteilen in Licht und Schatten als solches schon das Problem und die Notwendigkeit, eine Nachricht eben zuzuspitzen. Auch also bei allen Sachen ist eben nie nur Licht oder nur Schatten, sondern gerade wenn man sie in der Komplexität betrachtet, sind sie eben vielschichtig. Und ich glaube, so das ist auch ein Punkt, wo Journalismus unter Druck ist, weil die in der Logik der alten Medien, die ja sozusagen Massenmedien waren, ist ja das immer ein Thema,
aufgearbeitet werden muss für ein potenzielles Massenpublikum. Und das ist zum Beispiel was, wo Blogs eine sehr große Konkurrenz sind, weil wir müssen das nicht, wenn ich blogge und das interessiert nur 5 Leute, ist das auch gut. Ich habe überhaupt gar nicht die Notwendigkeit, ein Massenpublikum zu erreichen. Dafür ist aber das, was ich schreibe, für die 5 Leute, es sind ein paar mehr als 5, aber umso interessanter, weil es nicht sozusagen ein Thema verwässert auf eine Mainstream-Kompatibilität. Muss nicht immer die Massen erreichen. Und alles, was man so zurichtet, dass es die Massen erreicht, wird undifferenziert, wird abgeflacht bis zu einem gewissen Grad im Vergleich zu spezialisierten Publikationen. Und eigentlich wäre es sehr gut, wenn wir diese Erweiterung der Möglichkeiten mehr auch fruchtbar nutzen könnten. Und genau das passiert mir in den großen Medien zu wenig, weshalb ich auch der Meinung bin, dass sie ihre eigene Zukunft sozusagen aufs Spiel setzen. Wenn man es mal nur ganz banal am Thema Feminismus festmacht. Ja? Durch das Internet hat jeder Mensch, der sich für Feminismus interessiert, die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Blogs, ganz viele verschiedene Akteurinnen, ganz viele Initiativen zu finden, zu kontaktieren, sich mit denen in Beziehung zu setzen. Wenn ich das Fernsehen anschalte, sitzt da alles schwarzer. Und mehr fällt nicht ein zu dem Thema. Und das ist natürlich eine wirkliche Fallhöhe, sage ich mal, die man nicht überwinden kann. Und ich verstehe das nicht, warum es nicht gelingt, da mehr voneinander zu lernen und sich zu befruchten. Also das Spektrum ist gewissermaßen dann enger, ja, und kann natürlich durch Internetaktionen, sage ich mal, wie Bloggen, erweitert werden. Es gibt ja auch diesen Unterschied, sagen wir mal, es gibt ja nicht nur den Qualitätsjournalismus, es gibt ja auch diesen Gegenbegriff, sage ich mal, Boulevardjournalismus. Und wir haben vorhin gleich eingangs festgestellt, auch Unterhaltung gehört mit zu den Grundfunktionen des Journalismus, was anerkannt ist, auch vom Bundesverfassungsgericht, dass es unterhalten sein darf und sein soll, der Entspannung dient, der Erholung. Wozu dient eigentlich der Boulevardjournalismus? Ist das Unterhaltung? Ist das Sensationsgier? Ist das nicht praktisch der Einstieg in die Fallhöhe auch für den Leser, der praktisch mit runtergezogen wird durch das, was er da liest? Oder ist es der Abwärtsvergleich, der die Leute so erfreut, dass sie sagen, mir geht es da noch besser und das habe ich Gott sei Dank nicht erlebt? Was geht da eigentlich psychologisch vor? Haben Sie das mal versucht zu durchdringen, Herr Eurich? Also Herr Flintz hat vor 10 Minuten gesagt, dass die Medien ja auch nur das Spiegelbild der Gesellschaft sind. Und in der Gesellschaft weit verbreitet ist natürlich auch eine bestimmte Form von Voyeurismus. Und auch manchmal ein bisschen genauer hinschauen, bezogen auf die gesellschaftlichen Vorgänge, die wir haben, als Anstand, das normalerweise zulassen würde. Es ist das Mitfreuen an der Freude anderer, das Mitleiden am Leid anderer, dass die Schadenfreude, die ja eine der verbreitetsten Freuden ist, die wir überhaupt haben. Es ist aber auch schlicht und einfach, glaube ich, dieses gelebte Bedürfnis aus meinem eigenen Leben durch das Eintauchen in die Geschichten anderer auszubrechen. Ich würde deswegen auch den Boulevard nie diskriminieren, einfach weil ich auch weiß, bei meinen eigenen Konsumgewohnheiten bleibe ich auf den Boulevardseiten, auf der Qualitätspresse immer wieder sehr, sehr gerne hängen. Für mich ist nur die Frage, wie wird Boulevard gemacht? Und was ich in Deutschland vermisse, ist ein wirklich sehr anspruchsvoller, qualitätsorientierter Boulevard. Intelligenter, meinen Sie? Auch das ist ja durchaus etwas Denkbares. Da fehlt uns im Moment leider nur noch die Experimentierplattform dafür. Unabhängig davon entdecke ich sogar immer wieder in der Bild-Zeitung Inhalte und auch eine Aufbereitung von Inhalten, die ich ansonsten in der Presselandschaft in Deutschland suche. Also mal ein Beispiel zu bringen, die Bild-Zeitung hatte mal eine ganze Serie über Esoterik und das lief auf der Seite 3, also relativ prominent und war da immer dreispaltig die rechte Seite, der rechte Teil der Seite 3. Das war auch so ein bisschen im Bereich, mit dem ich mich auch beschäftige. Ich fand das hochgradig kompetent, ich fand das hochgradig vorurteilsfrei in einem positiven Sinne. Und ich fand das hochgradig aufklärend. Hätte ich in keiner anderen Zeitung habe ich sowas bisher gesehen, wenn man nicht in irgendwelche esoterischen Zeitschriften selber hineinschaut. Also das geht. Das geht. Und die würden das auch nicht machen, wenn sie nicht die Sicherheit hätten, dass das rezipiert und gelesen würde. Also von daher würde ich auch beim Boulevard unterscheiden zwischen dem, was wir im Moment haben, vorgesetzt bekommen und nachfragen. Ganz im Sinne von Axel Springer, die Entscheidung entsteht am Kiosk. Und dem, was auch hier als einem ganz eigenständigen Genre denkbar ist.
in den Boulevard fließt zum Beispiel auch viel zu wenig Forschung hinein. Wir konzentrieren uns auf die informationellen Hardcore-Bereiche und vernachlässigen das. Und das ist ein Fehler, muss ich auch ganz selbstkritisch sagen. Was wäre denn das beispielsweise oder was könnte das sein? Das verstehe ich jetzt nicht, die Frage. Dass, ja, wenn Sie sagen, wir sind sehr Hardcore-lastig. Also, weil ja, wir konzentrieren uns eben dann auch auf Nachrichtenforschung, auf den klassischen Informationsjournalismus oder auf den Wirtschaftsjournalismus oder auf das Feuilleton. Das heißt, so eine Serie über Esoterik ist dann nicht Hardcore belastet, sage ich mal? Ist dann was Leichteres, ist ein leichterer Lesestoff? Ist, ja, ist zubereitet worden als ein leichter lesbarer Stoff, ja, okay. Wo ich nicht diese riesen Hürde überwinden muss, mich erstmal durch irgendwelche Lexika oder irgendwelche Halbseiten der Zeitschriftenpublikationen durchzuarbeiten, sondern es ist erkannt worden, das ist in einer gesellschaftlichen Situation, in der als Sinngeber die klassischen sinngebenden Institutionen, nämlich die beiden Kirchen, schlicht und einfach nicht mehr ausreichen, die Menschen auch hier beginnen, sich zu öffnen und über die Ränder hinauszuschauen, ist das Bedürfnis befriedigt worden, da entsprechende Informationen heranzukommen, auf unterschiedlichen Bildungsniveaus, klar verständlich, aber trotzdem ohne transportierte Feindbilder. Also leichter Zugang, keine Lesebarrieren. Genau, und so trotzdem weiter. Informationell tief, okay. Aber auch vom Publikum und seinen Rezeptionsgewohnheiten her gedacht. Ja, okay. Was natürlich eine wichtige Voraussetzung ist, damit solche Dinge passieren können, ist eine gewisse Unabhängigkeit der Journalistinnen und Journalisten. Ich glaube, Sie haben einen großen Vorteil, weil Sie bei einem großen öffentlich-rechtlichen Sender sind. Ich meine, dass Ihr Spielraum nicht so klein ist, als wenn Sie bei einer privatwirtschaftlichen Organisation wären. Und Sie haben den Vorteil, dass die Evangelische Kirche die Zeitung finanziert, sage ich mal. Und Sie haben den Vorteil, dass Sie Hochschulprofessor sind. Interessanterweise ist keiner aus dem privatwirtschaftlichen Bereich hier, der die Kohle durch die Auflage selber überhaupt erst erzeugen muss. Ja? Das heißt, haben Sie Verständnis dafür, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen auch Journalismus anders betreiben, weil Sie unter einem starken privatwirtschaftlichen Druck stehen, Frau Schuck? Ja, natürlich, sicher. Ich bin ja schon sehr lange bei der Zeitung Evangelisches Frankfurt, die eben sich nicht selber finanzieren muss, sondern aus Kirchensteuern finanziert wird und auch einen klaren Auftrag hat, was zu kommunizieren ist. Und anfangs dachte ich so, ach, das ist ja gar kein richtiger Journalismus und viel besser haben es ja die bei der freien Presse. Aber natürlich inzwischen stelle ich fest, dass wir es viel besser haben, weil wir nicht bei der Auswahl der Themen darauf angewiesen sind, zu gucken, ob sich das verkauft oder wie sich das auf die Auflage auswirkt und so weiter. Die Auflage wird aus anderen Gründen gehalten. Im Prinzip ist es subventionierter Journalismus. Und ich sehe auch, also ich finde das eine komfortable Situation und ich verstehe natürlich, dass diese Art, also auch der Aufwand von der Recherche, das rechnet sich dann unter Umständen eben im freien Journalismus nicht. Ich kann die Kolleginnen verstehen, die für einen Artikel 50 Euro kriegen, da können die sich nicht mehr als 2 Stunden arbeiten. Die 2 Stunden Arbeit sind ja schon viel zu viel, wenn man das in vernünftigen Stundenlohn umrechnet. Also das kann halt nicht funktionieren, ja. Herr Flint, schauen Sie auch Wirtschaftssendungen der privatrechtlichen Sender? Ich wüsste gar nicht, dass da viele zu finden sind. Haben Sie da welche gefunden? Gibt es da welche? Beobachten Sie die oder spielen die keine Rolle? Und sagen Sie, uns geht's gut, wir haben super Sendeplätze auch im WDR und wir müssen gerade im WDR nicht ununterbrochen irgendeine Quote erfüllen, sondern wir können einfach vernünftig unsere Arbeit machen. Also ich fange mal vorne an. Ich gucke relativ wenig Fernsehen, offen gestanden. Wie alle TV-Leute, die ich kennengelernt habe. Das weiß ich nicht. Also wenn ich meine Kollegen so höre, was die am Abend vorher alles gesehen haben und so, die diskutieren, dann sind sie schwer beeindruckt. Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich dann schämen soll oder ob ich stolz sein soll, dass ich so wenig Fernsehen gucke. Ich habe da noch keine Antwort drauf gefunden. Um weiterzuführen, Privatfernsehen gucke ich dann erst recht nicht. Also sehr, sehr wenig. Also ich bin jetzt vor 2 Tagen zufällig mal bei RTL hängen geblieben. Ich kann über wirklich die Informationsangebote der Privaten deswegen sehr, sehr wenig sagen, eigentlich gar nichts. Was war Ihre Frage danach? Ob Sie froh sind, dass Sie dem Druck, den die ausgesetzt sind, dem ökonomischen Druck, so nicht ausgesetzt sind? Ja, das ist einfach zu warten. Natürlich. Wie sieht denn Ihr Druck aus? Also erstmal, ich bin halt froh, dass ich den Druck nicht habe. Ich glaube erstmal, dass es viele, viele Kollegen in der schreibenden Zunft gibt, die einfach, obwohl sie einen viel stärkeren ökonomischen Druck verspüren, als wir einfach einen klasse Job machen. Also einfach die Gleichung zu sagen, nur wenn man ohne ökonomischen Druck ist, kann man guten Journalismus machen, also die geht es noch nicht auf, finde ich, das geht anders auch.
Und ich habe ehrlich gesagt verdammt wenig Druck. Also den meisten Druck, den wir haben, machen wir uns offen gestanden selber. Das ist so in der Redaktion. Und das darf ich nicht laut sagen, aber ich sage ja gerne Dinge, die ich nicht laut sagen darf, trotzdem gerne laut. Für uns ist die Quote ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil wir einfach wirklich glauben, dass wir, wenn wir massenkompatible Produkte machen und wir haben jetzt unser Produkt als massenkompatibles benannt, dann wollen wir auch Massen erreichen. So, und wenn das dann nicht mal so richtig funktioniert, dann fragen wir uns auch wirklich, woran hat es gelegen, etc. pp. Wir haben da nicht immer eine Antwort drauf. Aber das ist schon ein Druck, den wir machen. Ein zweiter Druck, den wir uns machen, ist, dass wir immer Wert darauf legen, ein gut erzähltes Produkt zu machen, weil wir glauben, das ist das Schwierigste bei Fernsehen, ein gut erzähltes Produkt hinzukriegen, das in sich rund ist. Und was für uns offen gestanden das Einfachste ist, ist die Information selber. Also das wird vielen vielleicht jetzt wundern, aber unsere Journalisten, die wir haben, die sind auf der Informationsebene so gut ausgebildet und schleppen ihnen Informationen, da werden sie bewusstlos, so viele Informationen kriegen sie. Die Kunst ist wirklich, im Grunde genommen diese Informationen zu gewichten, einordnen und dann wirklich in einen guten, ich nenne das immer, Flow jetzt irgendwie einzubinden. Und das ist das, worauf wir ehrlich gesagt doch am meisten stolz sind, oder? Herr Pütschel, ich mache recht. Prima. Okay. Sie haben das vorhin angesprochen, dass natürlich, ich sage das mal, Sie haben so Grundfunktionen des Journalismus genannt, da gehört auch zum Beispiel Empathie, Wahrhaftigkeit, das sind, wie ich finde, auch ethische Implantate, sage ich schon, für einen Journalisten. Wie stellen Sie sicher bei Ihren jungen Studenten, dass die in dieser Richtung sich ausbilden oder sich auch von Ihnen ja, orientieren und prägen lassen, denn ich habe vor Jahren, ich kenne den Roger Willemsen relativ gut und der hat jahrelang an Journalistenschulen auch Ethik im Journalismus unterrichtet, bis er das hingeworfen hat, weil er sagte, ich habe nur noch Leute vor mir sitzen gehabt, die aufs Geld aus waren oder sehen wollten, dass sie ganz schnell einen Job kriegen und denen es eigentlich relativ egal war ob das, was Sie machen, ethisch abgesichert ist durch Ihre Person oder durch Ihre Orientierung. Wie ist das? Wie nehmen Sie das wahr bei den jungen Leuten und Ihrer Ausbildung? Das unterscheidet vielleicht auch Journalistenschulen von seriösen akademischen Bildungseinrichtungen. Und was bei uns, glaube ich, ganz wichtig ist, dass die ethische Grundorientierung mitgedacht ist in der Konzeption des Studiums selber. Und ich glaube auch, wir, natürlich nicht alle, aber einen Großteil von Studierenden haben, die auch mit einem entsprechenden Interesse an den Journalismus herangehen. Ich möchte das nicht verallgemeinern, aber doch ein sehr, sehr großer Teil. Und es geht mir jetzt nicht darum, wie Sie das eben formuliert haben, zu prägen. Aber worum es mir schon geht, ist Angebote zu machen und zunächst auch mal das Feld des Ethischen offen zu legen, aufzurollen in aller Tiefe, und dann kasuistisch, fallbezogen darüber zu sprechen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Darf ich das mal ganz kurz? Also die Einführung, die Grundfragen der Ethik ist bei uns eine Pflichtveranstaltung. Und zwar für alle Studiengänge, die müssen alle diese Veranstaltung bei mir machen. Und ich dekliniere dann wirklich von den großen ethischen Positionen her bis hin wirklich zu den herausragenden Frauen und Männern in diesem Bereich, die leben und die gelebt haben, das durch auf eine Art und Weise, dass man es auch innerlich bei sich selber nachvollziehen kann. Und wir werden in diesen Kursen auch sehr persönlich. Immer das letzte Drittel in den Kursen ist, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und mit meiner Lebenspraxis und mit meiner beruflichen Orientierung und so weiter. Und dieser Kurs endet damit, dass in der allerletzten Sitzung ich eine Positionierung von den Studierenden verlange. Das heißt, sie stehen auf, stellen sich vor den gesamten Kurs und sagen, ich stehe für. Machen aber auch deutlich, dass das etwas Prozesshaftes ist und dass ich das verändern kann. So, das verändert, wenn Sie etwas mal ausgesprochen haben vor anderen. Sich praktisch auch verpflichtet haben, ne? Ja, ich will nicht von Verpflichtung sprechen, ja, aber es ausgesprochen haben, wo ich gerade bin. Also Ethik nicht als ein nice to have, als das, was man wie irgendetwas anderes mitlaufen lässt, sondern verdammt nochmal, da hängt meine Profession dran. Ja, das ist mein Dienst an der Gesellschaft, den ich auch erbringen muss. Es ist kein Beruf wie irgendein anderer. Er hat eine außergewöhnliche Verantwortung, glaube ich, die auch mit kaum einem anderen Beruf zu vergleichen ist, wie ich heute Morgen versucht habe, auch zu verdeutlichen. Also, so, es ist also die Frage, wie führe ich an Ethik heran? Also, was mich wirklich tierisch nervt, ist auch, man kann auf so gut wie keinen Kongress gehen, auch auf Wirtschaftskongresse und so weiter, wo nicht irgendwo auch ein Symposium, Workshop oder so über Ethik angeboten wird.
Und oft habe ich den Eindruck, die haben überhaupt keine Ahnung, wovon sie reden. Ja? Da wird nur noch über Systemethiken geredet. Also was nützt im Endeffekt die Ethik auch bezogen auf den Absatz meiner Produkte, wie ich in der Öffentlichkeit darstelle und so ein Kiki. Ja? Also da, glaube ich, muss man sich auch zurückbesinnen auf das, was das Ethos ist, was das Ethos im Menschen ist. Und wir befinden uns nicht mehr in diesem Teil der affenartigen Geschichte, sondern sind schon ein Stück weiter. Es ist ein Teil unseres elementaren Selbstverständnisses, ohne dass Demokratie nicht denkbar ist. So, und das muss man ernst nehmen. Okay. Von dem. Der schon von mir zitierte Blinsen war, glaube ich, im WDR, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, oder war es im SWR? Mit einem, der Willensen, Roger Willensen, war mit einer kleinen Talkshow. War der nicht schon überall? Ja, gut, okay. Er hatte ja eine eigene, nicht, dass er in der Talkshow gewesen wäre, sondern er hatte eine eigene, die er ja dann eingestellt hat. Er ist dann selber rausgegangen, weil er sagte, das Fernsehen im Gegensatz zu Printmedien hat den Nachteil, dass die Leute sich sehr stark für Kontrastfaszination interessieren. Das heißt, interessieren, dass immer etwas angeboten werden muss, was sozusagen von seiner ekligen Seite her die Leute fasziniert, dass man hingucken will. Eigentlich will man es nicht sehen, aber man will es doch ein bisschen sehen und so weiter. Ja? Das heißt, er war etwas irritiert davon, wie der Konsument, der TV-Konsument so agiert. Nun können Sie ja über den TV-Konsumenten nicht meckern, weil der guckt ja Ihre Sendung und quotiert sie. Ja, aber es gibt natürlich auch andere Sendungen, die jetzt nicht diese Qualität haben. Wir haben auch über die schon teilweise gesprochen. Sie haben angesprochen die Talkshow von Frau Illner. Nun gibt es da massenhaft, würde ich beinahe gesagt, Talkshows, die offenbar sehr preiswerte Sendeplätze sind, ja, weil das nicht so hohe Produktionskosten hat. Und wenn man Politiker einlädt, ist es, glaube ich, noch günstiger, weil die kommen auch ohne Honorar, müssen sogar kommen, weil es oft ein öffentlich-rechtlicher Sender ist. Was ist Ihre Wahrnehmung dieser Talkshows? Zu welcher Qualität von Journalismus und zu welcher Qualität von uns Konsumenten beim Konsumieren hat das geführt? Was haben Sie da wahrgenommen? Sie haben vorhin selber Sexismus angesprochen. Es sind aber viele Moderatorinnen, bis auf Beckmann, die, glaube ich, dort tätig sind und die Sendungen prägen. Ja gut, wir haben auch Lanz und Jauch und so sind das. Ach ja, stimmt, die hatte ich jetzt schon fast vergessen. Ich weiß nicht, ich gucke auch sehr wenig Fernsehen. Ich habe aber mal in einer Woche alle Talkshows geschaut, die es gab. Alle. Alle, und das war nach dieser Aufschrei-Geschichte im Januar, die ja aus dem Netz Alltagssexismus zum Thema gemacht hat. Über Twitter fing es an und dann hat ja auch am Sonntag angefangen und dann gab es in dieser Woche dann jeden Tag eine Talkshow in allen Sendern zum Thema Alltagssexismus und die waren unterschiedlich schlecht und am wenigsten schlecht war die von Anne Will im Vergleich zu dem, was im Netz und auf Blogs und so weiter über dieses Thema sehr differenziert verhandelt worden war und das führt natürlich. Ich kann das aber auch verstehen, weil es ist eben der Versuch, ein sehr komplexes und differenziertes Thema, und alle Themen sind letzten Endes komplex und differenziert, zu bringen auf eine 90 Minuten Pro- und Kontra-Situation. Man könnte natürlich durchaus einfallsreicher sein in der Auswahl der Publikumsgäste. Da sitzen ja wirklich nur ganz dramatisch immer dieselben 5 Leute in allen Talkshows. Also ich glaube, auch ohne sehr tief in Recherche einzusteigen, könnte man da ein bisschen mehr Varianz reinbringen. Das verstehe ich in der Tat nicht. Aber es bleibt eben, ich zum Beispiel bin auch schon einmal in eine Talkshow eingeladen worden, in eine dieser großen, kleinere kommt man ja eh mal rein. Und da wurde ich also von der Redaktion angerufen, sie hätten das Thema Prostitution. Ich als Feministin wäre doch sicher dagegen, ob ich denn kommen wollte. Und dann sagt ja, also so mit dagegen könnte ich jetzt so nicht sagen, das wäre ja ein komplexes Thema. Ne? Ah ja, nee, dann ginge das nicht, sie wollten ja eine pointierte Position, ob ich denn eine wüsste, die dagegen wäre. So, ich meine, wenn in der Auswahl derjenigen, die da über ein Thema diskutieren, eben schon so verfahren wird, dass man sich Leute wünscht, die eine ganz zugespitzte Pro-Kontra-Position einnehmen, weil man glaubt, nur das ist dem Publikum zu vermitteln, dann kann es ja schon nicht mehr funktionieren. Also dann, und dann führt es eben dazu, dass das, was rauskommt und was beim Publikum hängen bleibt, nicht Aufklärung ist, sondern noch mehr Dummachung. Also dann ist es besser, sie hätten zu diesem Thema nie was gesehen, als dass sie dann hinterher glauben, man müsste einen dieser Pro- und Kontra-Positionen vertreten, wenn man zu dem Thema was sagen will. Und das ist halt das Problem. Es ist ja
Es ist ja nicht mal so, Sie sagten vorhin Spiegel der Gesellschaft, es ist ja nicht mal der Spiegel der Gesellschaft, der im Fernsehen abgebildet wird, sondern es ist die klischeehafte Version dessen, was man für den Spiegel der Gesellschaft hält, der da abgebildet wird. Rein demografisch, also die Leute, die im Fernsehen auftauchen, sind jünger als die Leute in Wirklichkeit, sind deutscher als die Leute in der Wirklichkeit, sind männlicher als die Leute in der Wirklichkeit. Das ist nicht die Wirklichkeit. Es gibt übrigens in der aktuellen Brand 1 eine sehr interessante Geschichte, wo ein Drehbuchautor, der für diese Soap-Geschichten im Fernsehen Drehbücher schreibt, und der sagt dann eben genau sowas: Wir müssen das Klischee von normal abbilden. Und da darf niemand vorkommen, der im Rollstuhl sitzt, ohne dass das Thema Rollstuhl zum Thema gemacht wird. Da darf niemand Schwules oder Lesbisches vorkommen, ohne dass dann das Thema Schwules hat. Also ganz normal vorkommen dürfen nur ganz normale Leute, die eben nicht der Spiegel der Gesellschaft sind, sondern das Klischee von der Normalität, die wir uns machen. Und das ist gefährlich, finde ich, weil es eben wirklich wegführt von dem, was notwendig wäre, nämlich eine differenzierte Sicht auf die Komplexität. Da kann ich vielleicht, Herr Finz möchte gerade was sagen. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals in die Rolle kommen würde, Ehrenrettung für die Talkshow zu betreiben. Ja, weil ich auch glaube, dass es davon einfach wirklich zu viele gibt und auch zu viele Schlechte davon gibt. Aber ganz einfach finde ich die Sache jetzt nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Talkshow funktionieren sollte, die das Spiegel mit der Gesellschaft wiedergibt. Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch einfach darum, dass Leute in der Lage sind, eine Diskussion voranzutreiben. Bei so einer Geschichte. Das ist richtig, ja. Und ein Diskurs besteht häufig von Dialektik. Und dann muss ich auch entgegengesetzte Positionen haben. Also anzunehmen, dass ich einfach ein Wischwasch von Positionen aus der Gesellschaft zusammensetze und ich kriege ein fruchtbildendes Gespräch zusammen, das mich weiterbringt, das halte ich für verwegen. Also so einfach ist es, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, gar nicht so ein Gegensatz. Ich will auch ein bisschen aus meinem Nähkästchen da mal was dranhängen. Ich bin zweimal angerufen worden von einem bedeutenden Moderator einer bedeutenden Talkshow, dort hineinzukommen. Und dann hat er mit mir dieses berühmte Vorgespräch geführt. Und es ging mir so ähnlich wie Ihnen. Ich habe nicht seinen Vorurteilen genügt. Also hätte gerne mich so und so und so mit den und den Antworten gehabt. Ich habe gesagt, kann ich leider nicht mit Ihnen. Es ist ein bisschen widersprüchlicher, was ich in der Wirklichkeit beobachte und müsste auch meine Meinung dann widersprüchlicher kundgeben. Ich kann es leider nicht anders einrichten. Dann sage, dann taugen Sie leider nicht für unsere Ausgabe, da brauche ich jemand anders, Dankeschön. Sag, das macht nichts, ist kein Drama, ich muss nicht unbedingt einer Talkshow vorkommen. Ich denke, es ist beides. Es ist auf der einen Seite etwas, dass Sie eine Dynamik brauchen. Sie brauchen natürlich unterschiedliche Positionen und Rollen, sonst wird eine Talkshow langweilig. Und wenn Sie natürlich der Spiegel eines Klischees ist oder der Klischee eines Spiegels, dann laufen wir praktisch mitsamt der Talkshow und der Meinungsbildung, es dient ja der Meinungsbildung, in die Irre. Ja? Und damit kommen wir an einen wichtigen Punkt. A, die Journalisten schreiben ja nicht nur einfach irgendwelche Texte oder drehen irgendwelche Filme, sondern sie haben ja auch eine Meinung, die sie sich entweder während der Arbeit für einen Film oder einen Text erarbeiten oder sie kommen schon mit einer Meinung an die Sache heran. Wo kommt diese Meinung eigentlich her? Und wer prüft diese Meinung? Und dann haben wir nicht nur Journalisten, und wir haben ja richtig Medienmacher, die ja zum Teil noch hinter den Journalisten sind. Ja? Und die sind auch interessiert daran, dass bestimmte Meinungen transportiert werden und andere eben nicht. Wie sehen Sie das? Wie kommt die Meinung zum Journalisten oder der Journalist zu seiner Meinung? Da passe ich. Da kann, glaube ich, der Kollege Flinz wesentlich mehr zu sagen. Darf ich noch mal einen halben Schritt zurück? Immer. Genauso wenig, glaube ich, wie wir von den Journalisten sprechen können, können wir von den Talkshows sprechen. Auch da, meine ich, gibt es ganz erhebliche qualitative Unterschiede. Und ich will, wurde schon angesprochen, ja, in der Wilde. Ja, und ich habe jetzt, Frau Ihner, das hatte ich heute Mittag auch nur gebracht, jetzt bezogen auf diesen Aspekt des Hörens und dass eben die gesamte Mimik, die ganze Gestik kontinuierlich ausstrahlt, eigentlich will ich jetzt wieder das Wort haben. Und das geht natürlich nicht, aber es gibt ja auch ganz andere Beispiele. Also eine der Sendungen, die sich nach meiner Auffassung grandios entwickelt hat, ist Hart aber fair. Die hatten am Anfang, hatten die auch etwas...
etwas Krawalliges und etwas ganz Holzschnittartiges. Und mittlerweile merkt man, da ist jede Sendung so unglaublich gut vorbereitet. Habe ich vor 3 Wochen auch gesagt. Was dahinter steckt, habe ich den Eindruck. Und auch wie die Leute eingeladen werden, wie die positioniert werden, wie das moderiert wird mit den Einspielern, die dahinter sind. Also da ziehe ich auch bei Themen, von denen ich glaube, dass ich davon etwas verstehe, eine ganze Menge Mehrwert raus. Das ist für mich ein richtig positives Beispiel und auch im Prozess, wie sich das entwickelt hat. So, und ansonsten, wie kommen Journalisten in ihre Meinung? Möchte ich nur ein kleines Problem ansprechen. Nämlich, das gilt natürlich nicht für den Westdeutschen Rundfunk, ist völlig klar, aber Journalisten, Journalistinnen leben normalerweise in ihrer ganz eigenen Subkultur. Sie arbeiten in einer Höhle, zusammen mit anderen Höhlenangehörigen, mit denen sie zumeist auch noch verheiratet sind, oder ansonsten das. Ich beobachte das zum Beispiel sehr gerne beim zweiten deutschen Fernsehen. Das ist eine ganz eigene Welt, das ist ein ganz eigener Planet, der ist völlig draußen da, in der Pampa. Auf dem Lerchenberg. Genau, auf dem Lerchenberg, weil früher habe ich ja auch mal eine kurze Zeit da gearbeitet. Und da haben wir das. Wir hören die Meinungen, die wir hören, die hören wir nur aus unserer eigenen In-Group. Wir bilden uns weiter durch Selbstbespiegelung und durch Reflexion von denen, die demselben System auch angehören. Und das halte ich für ein richtiges Problem. Das ist zum Beispiel dieses Problem, was wir früher immer kritisiert haben an der Auslandsberichterstattung, dass die Auslandsberichterstatter, die dann irgendwann nach Rio de Janeiro oder Buenos Aires geschickt werden, die leben im Villenviertel, die leben in dem Viertel, wo auch die Diplomaten leben, auch natürlich, um die entsprechende Sicherheit zu haben, aber entsprechend sind dann eben auch die Wahrnehmung von der Gesellschaft und von der Kultur, und ein gelegentlicher Favela-Besuch ändert das auch nicht grundlegend. So, das muss uns bewusst sein, aber ich habe jetzt auch kein Patentrezept, wie man das ändern könnte, und unterm Strich würde ich auch sagen, halte ich das nicht für das gravierendste Problem. Also ich fühle mich auch unter Gesichtspunkten der Vielfalt ziemlich gut versorgt in Deutschland. Gut, wir hatten hier den Hessischen Rundfunk, der als Rotfunk bekannt war, bis seinerzeit der Herr Koch, seines Zeichens Ministerpräsident, beschlossen hat, dem ein Ende zu bereiten und aus dem Rotfunk einen Schwarzfunk zu machen. Und ich habe das selber miterlebt, weil ich in der Zeit auch Freelancer beim Hessischen Rundfunk war, wie also dann vorgegangen wurde, auf sehr subtile und sehr geschickte Art und Weise, Freelancer, also Redakteurinnen und Journalisten auszuboten, damit eine andere Meinung mehr nach vorne kommt und mehr platziert wird, günstiger, besser platziert wird. Auch im Rundfunk gibt es die gleichen Konflikte, sage ich mal, über Platzierung. Wer möchte schon nachts um 22.30 Uhr was senden, wenn die Leute fast im Bett liegen und nur noch halb hinhören, um damit einzuschlafen? Aber 18.05 Uhr ist schon eine bombige Sendezeit im Rundfunk und 19.05 Uhr auch, wenn die meisten auf der Strecke sind, mit dem Auto oder sonst wo eingetroffen sind. Also auch da gibt es natürlich ein Bemühen, ich sag mal, Meinungs- und Medienmacher, in diesem Fall dann die Politik. Es gibt Rundfunkräte, die versuchen Einfluss zu nehmen, die sprachen gerade das ZDF an. Auch dort hat es massive Bemühungen gegeben, den Rundfunk, über den Rundfunkrat das ZDF in eine bestimmte Richtung zu bringen. Und jedes Mal, wenn ein Intendant gewählt wird, gibt es große parteipolitische Mützel hinter den Kulissen. Das ist ja nicht so von ganz ungefähr, hat mit den privatwirtschaftlichen Sachen Ähnlichkeiten, Analogien, nur geht es immer da um Meinung, weil natürlich, und das hat schon der Altbundeskanzler Helmut Kohl gewusst, wer die Medien hat, hat die Macht und kann die beeinflussen, und deswegen wurde massiv in dieser Weise vorgegangen. Haben Sie auch solche Prozesse wahrgenommen, Frau Dr. Schrupp? Ja gut, aber ich denke mir, ich glaube, dass das ein Teil ist, der im öffentlichen Bewusstsein schon als Problemlage auch diskutiert wird. Also das ist ja, sagen wir mal, kein neues Problem des Journalismus, sondern die Frage nach dem politischen Einfluss auf den Journalismus und die Verlockungen, die das enthält, und die Gefahren, die das enthält, die sind da. Es ist halt Macht. Aber das, ja genau, das ist eben, sagen wir mal, ganz normale Macht und nichts Neues. Und ich glaube, dafür gibt es auch eine öffentliche Sensibilität. Okay. Also das... Was ich wirklich, das ist aber jetzt eine ganz persönliche Auffassung, das bitte ich auch wirklich als eine ganz persönliche auch zu sehen, aber was ich persönlich so empfinde, Parteibuchjournalismus geht nicht. Nach meiner Auffassung hat Parteimitgliedschaft und Journalist sein in diesem Lande, ist es für mich etwas Unvereinbares. Das gilt für mich genauso wie als Hochschullehrer. Es gibt Berufe, es gibt Positionen, da bin ich zu einer Offenheit und zu einer Vielfalt und zu einer Nichtparteilichkeit geradezu verpflichtet.
einfach bezogen auf die Klientel, die ich bediene, die auch die entsprechende Sicherheit bezogen auf das, was ich als in Anführungsstrichen Wahrheit verkündige, haben muss. Da liegt sicherlich nach meiner Auffassung auch noch ein bisschen im Argen, auch was die Vergabe von verantwortlichen Journalistenpositionen betrifft durch das öffentlich-rechtliche System. An der Stelle ist es zweifellos krank. Okay. Da würde ich jetzt gerne noch mal was sagen. Gerne. Was ist ganz groß? Also die HR-Entwicklung kenne ich jetzt nicht, da bin ich zu weit weg von weg. Was jetzt das ZDF betraf, die Art und Weise, wie Brendler da jetzt in den Landschaftsdienst gekippt wurde, der Herr Brendler, genau, war in der Tat mehr als merkwürdig. Ich muss aber auch dazu sagen, mich bei dem bisschen, was ich an Pflanzen gucke, wohl gemerkt, ich kann jetzt nicht entdecken, dass es in irgendeiner Form Einfluss aufs Programm genommen hat. Ne? Und das muss man, glaube ich, mal trennen. Und wenn ich mit was Sie mit Meinung meinen, ich weiß nicht, ob Sie mit Meinung Tendenz meinen, also im Journalismus entdecke ich immer weniger politische Meinungen im Sinne von links oder rechts, sondern ich entdecke immer mehr singuläre Tendenzen, die mit aller Gewalt durchgehalten werden. Also wenn ich zum Beispiel an die Spiegelgeschichte denke über Steinbrück, kurz vor der Bundestagswahl, dann hat die für mich nichts mit links, sondern mit rechts zu tun, sondern da ging es einfach nur mal darum, aber den Steinbrück mal so richtig fett abzuwatschen. So, und das ist, glaube ich, also eine Geschichte, wo man sich fragt, wo sind da die Grenzen? Hat er jetzt in der Art und Weise, wie das Ding geschrieben war, hat er jetzt recht gehabt oder nicht? Oder ist er jetzt ist er jetzt über das Ziel hinausgeschossen? Aber ich kann jetzt so in unserer Medienlandschaft, ich kenne auch keine Leute, die, wenn ich denen sagen würde, der ist rechts oder links oder der schreibt immer rot oder grün, sondern die haben auch Haltungen zu bestimmten einzelnen Themen, wo man sich dann fragen kann, ist sozusagen die Haltung durch die Recherche gedeckt? Das darf man immer noch fragen, aber dass man es jetzt einzelnen Lagern zuordnet, kenne ich nicht so. Ich kann mich halt noch an einen Spiegelartikel über Steinbrück kurz vor dem Wahlsonntag erinnern, wo er richtig runtergeschrieben wurde, ja, wie wahrscheinlich auch noch, wo ich dachte, das ist merkwürdig, das sieht im Konzert der anderen Medien, die ähnlich geschrieben haben oder sich drangehängt haben, danach aus, dass man auf keinen Fall jetzt den Leuten bekannt machen möchte, dass er sich ja gerappelt hat nach seinen vielen Fettnäpfchen und eigentlich ein ganz gutes Standing dann in der Schlussphase entwickelt hat. Und da habe ich mich gefragt, was geht da eigentlich vor? Wozu musste dieser Artikel eigentlich sein? Hat der irgendeinen Informationsgehalt gehabt? Ich auch, aber deswegen ist der Spiegel, glaube ich, rechts auf einmal. Nein, der Spiegel nicht, aber der Artikel war vielleicht etwas rechts. Ja, es gibt natürlich innerhalb der Medien einzelne Felder, auf denen eben, was Sie sagten, singuläre Thesen oder Mainstreams vertreten werden. Das ist Steinbrück ist ja auch nicht links. Bitte? Ja, ich sagte, Steinbrück ist ja auch nicht links. Okay, das kann man natürlich auch sagen. Okay. Ja, vielleicht zum Schluss. Wir haben ja gefragt, das haben Sie gesagt, Journalismus und die Medien sind unverzichtbar in unserer Art, wie das hier in der Gesellschaft ist, für Demokratie und Fairness. Wir haben auch die Frage auch noch aufgeworfen und für die Bürgergesellschaft, die ja damit unmittelbar verbunden ist. Sehen Sie eine Möglichkeit, was kann der Journalismus, was können die Medien, was können einzelne Akteure, Sie, Frau Schrupp, Herr Flint, Sie, was können wir tun, um eventuell mit unseren journalistischen oder Medienmitteln helfen, damit diese Bürgergesellschaft noch mehr vorankommt und damit auch Machtpole geschliffen oder zurückgedrängt werden und die Zivilgesellschaft sich stärker positionieren kann. Was ist da möglich? Transparenz herstellen, Aufklärung in einem positiven Sinne und sich von niemandem vereinnahmen lassen. Sich von niemandem vereinnahmen lassen. Sehen Sie das auch so, Herr Flintz? Ja, ich kann das nur bestätigen. Das ist einfach eine mühsame Arbeit im Kleinen, glaube ich. Das kriegen Sie nicht. Das kriegen Sie nicht durch Verordnung hin, sondern versuchen Sie einfach Programm zu machen oder Artikel zu schreiben. Das ist also mehr das Eichhörnchen-Prinzip. Ja. Sehen Sie das auch so, Frau Dr. Schrupp? Also ich glaube, das Eichhörnchen-Prinzip machen wir schon seit 10 Jahren. Natürlich kann man im Einzelfall es besser oder schlechter machen. Ich glaube aber, dass wir schon eine gesellschaftliche Entwicklung haben, die den Journalismus momentan zerreibt. Und dieser Frage sollte man sich stellen. Und ich würde jetzt auch schon offensiv sagen, wenn wir weiter auf Marktförmigkeit, Reichweite und so weiter setzen, dann werden wir diesen Journalismus verlieren. Also das sollte man jetzt auch schon so deutlich aussprechen und nicht glauben, engagierte einzelne Journalisten und Journalistinnen könnten das rausreißen. Das die können nicht das Blatt drehen, sondern? Ja, das ist eine gesellschaftliche Entscheidung, die wir treffen müssen als Gesellschaft insgesamt. Okay. Ja, ich muss mal nicht widerrede, weil ich glaube, die gleichen gehen nicht auf. Sondern wir brauchen auch die Leute, die Informationen wahrnehmen. Also einfach zu sagen, wir Rezipienten, die Käufer. Einfach zu sagen, wir schaffen uns dann einen Closed Shop, eine Insel mit ganz hochwertigen Produkten, ob die, wie auch immer die jetzt finanziert sind, und aber die Masse greift nicht drauf zu, bringt uns überhaupt nicht weiter.
sondern wir müssen versuchen, einen Journalismus zu schaffen, ich weiß, dass das total schwierig ist, den die Leute auch nachfragen wollen und uns dann so Insellösungen wirklich weiterhelfen, nach dem Motto, das ist etwas ganz Hochwertiges und das müsst ihr jetzt irgendwie, müsstet ihr jetzt eigentlich lesen, aber es ist auch nicht schlimm, wenn ihr das nicht lest, weil das ist eh schon bezahlt, also ich bin mir nicht sicher. Das heißt, die Journalisten und Journalistinnen müssen sich richtig anstrengen, um das, was Sie vorhin mit dem Thema Esoterik als Serie in der Bild-Zeitung kritisiert haben, einen leichten Zugang, eine leichte Aufnahme der Informationen, einen leichten Zugang zu einer Reflexion zu erlangen und auch zu bereiten. Das ist im Grunde der Anspruch, der gestellt ist und den Sie ja mit dem Markencheck vorbildlich eingelöst haben. Obwohl wir Beiträge kriegen und es eigentlich gar nicht anstrengen müssen. Ja, alles klar. Ja, herzlichen Dank. Ich bedanke mich für diese Runde.